Heute suchen wir Fossilien in der Eifel. Hier stehen wir jetzt inmitten eines Stromatoporen- und Korallenriffs. Man sieht es eigentlich nicht. Sieht aus wie ein alter, dreckiger Stein. Er ist auch ein bisschen dreckig, deshalb sieht man das nicht ganz so gut. Aber all diese Steine hier im Steinbruch von Niederehe sind Kalksteine, die vor, ja, hatten wir vorhin gesagt, vor 360 Millionen Jahren ungefähr hier in diesem tropischen Meer entstanden sind. Das heißt, hier hat es riesige Riffe gegeben. Diese Riffe bestanden überwiegend aus diesen schwammartigen Stromatoporen, weniger aus Korallen. Korallen sehen wir aber auch hier dann und wann. Und alle diese Knollen, die auch meistens so schichtig aufgebaut sind, an anderen Stellen sieht man das ganz gut. Ein paar Fotos kommen gleich davon. Das sind riffbildende Schwämme. Und die haben halt im Mitteldevon, hier im tropischen Meer, ein riesengroßes Riff gebildet. Das muss man sich so vorstellen, wie die Riffe, die es heutzutage im Roten Meer gibt. Und man sieht es erst auf den zweiten Blick, wenn man hier drin ist, aber wenn man diese Gesteine genauer untersucht, dann ist plötzlich alles voll. Überall erkennt man Stromatoporen. Stromatoporen sind also schwammartige Organismen. Die Paläontologen wissen nicht so genau, was das ist. Stromatoporen sind ausgestorben, aber man stellt sie zoologisch gesehen zu den Schwämmen. Hier ist ein sehr schöner, dieses Stück, was man hier so sieht, mit diesen einzelnen Lagen. Stromatoporen haben halt immer noch eine Schicht gebaut, noch eine Schicht oben drüber und sind deshalb oft so lagig aufgebaut. Man sieht das auch auf den Fotos von der polierten Tischplatte sehr schön, diesen lagenweisen Aufbau. Und ja, hier haben wir jede Menge kleine Fossilien drin, Korallen, Korallenästchen, Stromatoporenteile, alles durcheinander. Der Hammer liegt hier als Größenvergleich. Gehämmert wird hier nicht. Ne? Der Steinbruch steht unter Naturschutz. Außerdem macht es überhaupt keinen Sinn zu hämmern. Man kann hier keine Fossilien rausarbeiten aus diesem Material. Alles, was man raushämmert, geht hoffnungslos kaputt. Aber in der Geologie, man nimmt immer einen Hammer. Natürlich einen Geologenhammer als Größenvergleich. Guck sie hier, Frank. Alles voll kleiner Korallen. Also hier ist alles voll Spaghetti-Korallen. Wenn man sie nicht so kennt, sieht man sie nicht so richtig. Aber sie sehen aus wie lauter kleine Ästchen. Spaghetti-Korallen ist nicht ganz richtig. Eigentlich heißt das Ganze Amphipora ramosa. Ist ein ästiger Stromatopore, also so ein Urschwamm, der lange ästige Strukturen gebildet hat. Sieht halt aus wie ein Teller Spaghetti. Das Foto, was gleich kommt, ist aus Bergisch Gladbach. Da gibt es sie nämlich auch. In den Riffen der Schlade. Und hier ist alles voll Amphipora ramosa, voller sogenannter Spaghetti-Korallen. Was sagt uns das? Das sagt uns, die müssen ja irgendwo mal gewachsen sein. Die sind hier im Stein drin. Also war hier mal Korallen, wohnen bekanntlich im Meer, bilden Riffe, Stromatoporen genauso. Das ist Beweis dafür, genauso wie der ganze Steinbruch hier der Beweis dafür ist, dass hier mal Meer gewesen ist. Und zwar ein schönes, warmes, tropisches Meer. Denn Korallen, wo wachsen sie? Heutzutage im Roten Meer, in der Karibik. Great Barrier Reef in Australien, alles schöne warme Meere, alles schön tropische Meere. Und so ist das dann damals, also neulich, vor 360 Millionen Jahren, auch hier in dem Gebiet gewesen, das heute die Eifel bildet. Das sogenannte Rheinische Schiefergebirge geht ein bisschen weiter in die Eifel, Sauerland, Bergisches Land und so weiter gehören auch noch dazu. Und da finden wir überall fossile Korallenriffe. Natürlich gibt es noch mehr Fossilien. Und die schauen wir uns aber nachher an einer anderen Fundstelle an. Was ganz interessant ist hier, der Steinbruch von Niederehe, ein Stück weiter, ist ein Steinmetzbetrieb. Und die haben eine Tischplatte. Die besteht aus Gesteinen, hier aus diesem Steinbruch, schön anpoliert, wie man auf dem nächsten Foto sieht. Thank you.
So, jetzt habe ich genug Steine gesehen. Ich möchte gerne Fossilien sammeln. Fossilien sammeln? Das ist eine gute Idee. Hier ist ja sowieso eine fossilreiche Gegend. Überall liegen hier die Sachen rum, nicht nur in den Steinen, auf den Äckern. Dahin haben wir doch so eine Baustelle gesehen. Könnte gut sein, dass da was zu finden ist, weil Baustellen sind ja eigentlich ideal zum Fossilien sammeln. Man muss nicht selber graben, der Bagger gräbt für einen. Und auf den Hügeln könnte einiges rumliegen. Hat ja auch gut geregnet, alles schön sauber gewaschen. Sollten wir hingehen. Dann gehen wir jetzt dahin. An einer Baustelle. Hinter uns wird eine neue Straße gemacht und das ist immer gut, denn der Bagger hebt viel Dreck und Erde raus und dann findet man direkt solche schöne Fossilien. Wenn euch Fossilien, Geologie, Fotografie, Eifel, Siebengebirge, Wandern interessiert, dann abonniert den Kanal. Wir würden uns darüber freuen. Tja, das haben wir jetzt gefunden. Sieht auf den ersten Moment nicht so fürchterlich beeindruckend aus. Ist ja alles noch ein bisschen dreckig, ne? Und muss noch sauber gemacht werden. Das heißt, was ist das? Das ist eine fossile Koralle. Das sind alles fossile Korallen, bis auf dieses hier. Das ist Stromatopore. Also ein fossiler Schwamm, schwammartiger. Das sind alles Korallen. Das hier sind so Blockkorallen. Das hier ist so eine Einzelkoralle, hat so ein Ästchen gebildet. Die ist jetzt nicht besonders schön. Es gibt schönere Stücke. Die hier sind schon ziemlich nett. Die müssen wir jetzt natürlich noch waschen, schrubben und dann mit Steinwachs anstreichen. Steinwachs ist ganz wichtig, weil dann die ganzen Strukturen rauskommen. Und da werden wir mal sehen, was letztendlich daraus wird. Und dann haben wir ja schon allerhand anderes gefunden. Ja. Das fotografieren wir auch und hängen das noch als kleine Bildershow hinten dran. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wenn das so war, dann bitte den Kanal abonnieren. Jawohl. Tschüss.